ja, kein Problem. So, schönen guten Tag. Wir sind mit unserem Videoprojekt jetzt hier in Frechen. Ich bin vom Brühl rübergeradelt mit meinem neuen Pedelec. Geht ganz gut, man ist nicht außer Atem. Und wir haben hier Oliver Krischer, unser Bundestagsabgeordneter, der jetzt hier für den Strukturwandel sorgt. Oliver, wir sind hier am Klüttenbrunnen. Was fällt dir dazu ein? Also Klütten, das ist das Symbol des Rheinlandes, die hochdeutsch genannt Brikett. Also alle, die jetzt kein rheinisches Blatt können, die müssen wissen, das sind die Briketts, das gepresste und getrocknete Braunkohle. Das ist das, was jahrzehntelang aus den Tagebauern rausgeholt wurde und wo die Leute damit ihre Wohnung geheizt hat. Das ist Gott sei Dank vorbei, weil das ist nicht besonders umweltfreundlich, klimafreundlich schon gar nicht. Die Klüttenproduktion wird 22 jetzt im Rahmen des Kohleausstiegs eingestellt. Dann ist das Historie, spannende, wichtige Historie, die Wohlstand uns gebracht hat, aber die auch jetzt, wo es gut ist, dass sie der Vergangenheit angehört. Ja, jetzt bist du ja bei den Grünen am Stand. Meinst du denn, die Grünen hätten was zum Strukturwandel beizutragen? Ja, also es kommt am Ende auf die Grünen an, weil wir haben ja Gott sei Dank jetzt eine Bundesregierung, die jahrelang vom Kohleausstieg nicht wissen wollte, die ewig lang diese Tagebau weiter betreiben wollte. Jetzt haben sie aber immerhin einen Kohleausstieg beschlossen, dennoch zu langsam und zu wenig, haben wir viel Kritik dran, aber er ist immerhin beschlossen. Und jetzt muss es natürlich darum gehen, wir müssen auch wo einsteigen, weil ich sag mal ganz platt, irgendwo muss der Strom ja herkommen. Und da brauchen wir Ausbau von erneuerbaren Energien. Aber die gleichen, die uns immer vorgeworfen haben, wir haben eine kritische Haltung zur Kohle und wir brauchen die Kohle auf ewig, die haben jetzt nicht den Mut, konsequent auf erneuerbare Energien zu setzen. Und das wäre das Riesenpotenzial für die Region. Da können wir hier eine ganze Menge machen bei den Tagebauflächen. Da gibt es riesige Bereiche auf den Seen, die ja vielleicht hoffentlich demnächst in den Tagebaulöchern entstehen werden. Da kann man Photovoltaik nutzen. Wir haben Flächen für Windenergie. Wir müssen Speicher ausbauen. Das ist auch Standortfaktor. Das ist auch Wirtschaft in der Zukunft. Und da muss viel mehr passieren. Und das ist ein zentraler Punkt für unseren Strukturwandel. Ja, mehr passt in so einem Video nicht. Herzlichen Dank, Oliver. Viel Glück. Und du bist ja immer gerne hier. Ja, danke dir. Und ich sag nur, am 13.09. in Frechen, also das ist hier, wo der Klüttenbrunnen ist, Miriam Erbacher wählen. Die wird hier Bürgermeisterin und die ist eine Spitzenkandidatin für diese Stadt. Und ihr könnt stolz im Rhein-Erft-Kreis sein, dass ihr solche Leute habt.